Willkommen zurück, Leute, zum Super Mario Maker und der 100 Mario Herausforderung auf Normal in der First Try or Skip Challenge. Wir setzen das ganze Ding mal fort. Ganz gemütlich, ne? Ganz entspannt. Ach ja. Die 3 hat begonnen. Freunde. Die 3 hat begonnen. Ich habe bereits 2 Pressekonferenzen gesehen. Immer wieder kommt dann noch die Frage auf. Es kommt tatsächlich manchmal, das glaubt man gar nicht, ne? Aber ich habe ja durch die Streams den direkten Draht zur Community, ne? Absolut. Directly to you, den Draht. Und da kriege ich halt Sachen mit, ne? Da sträuben sich mir die Haare. Sträuben sich mir die Haare zu Berge. Und zwar kommt dann die Frage, wie Pressekonferenzen, was? Was? Von reden Sie da? Sowas fragen Leute. So, da wird es bestimmt auch hier einige geben. Jetzt werden sie ja denken, Alter, willst du mich doch verarschen, wenn du mir das jetzt erklärst. Aber nein, es gibt halt immer wirklich Leute, die es nicht wissen. So, E3. E3 ist erstmals die große, wichtige Spielemesse, die immer im Sommer stattfindet und die jetzt halt auch gerade ist. Und auf der E3 ist es so, dass wichtige Firmen wie Sony, Microsoft, Nintendo eigentlich auch, ihre neuesten Kreationen vorstellen in Spielen. Und das machen die in der Regel in großen Pressekonferenzen, in denen das Ganze dann gebündelt in einer Stunde oder anderthalb Stunden oder whatever, wie lange sie halt brauchen, gezeigt wird. Das ist eine schöne Zeit im Jahr, da freue ich mich immer sehr drauf, ne? Das ist so meine... Andere gucken jetzt EM, ne? Und der Wollo, der freut sich auf die E3-Konferenzen. Mein Gott, ne? So ist es halt. So hat jeder seine Vorlieben. Also. So ist es halt passiert übrigens, ne? Für alle Nintendo-Fanboys. Dieses Jahr... Ich hätte gerne eigentlich diesen Pilz, ne? Aber ich werde ihn nicht kriegen. Ich hätte eigentlich... Also, dieses Jahr macht Nintendo keine Konferenz. Was ein bisschen... Es ist beinahe irre. Muss man echt so sagen. Das ist fast schon irre, dass sie keine bringen. Weil die NX ist ja... Soll nächstes Jahr kommen? Es wäre also... Naja, es wäre genau der Zeitpunkt des Jahres, um sie nun zu präsentieren. Tun sie aber nicht. Diese Entscheidung wollen wir jetzt mal einfach nicht in Frage stellen, weil das wäre zu einfach zu sagen. Ey, was ist los mit euch? Ne? Stellen wir einfach mal nicht in Frage. Sie zeigen halt nichts. Sie machen nur ihr Treehouse-Ding da, wo die ein bisschen Gameplay zeigen von verschiedenen Spielen, die aber schon alle lange angekündigt sind und uns jetzt nicht vom Ocker heißen werden. Okay, wir kriegen neues Zelda-Gameplay. Schön. Ist okay. Ist okay, freue ich mich auch. Will nicht sagen. Ich will ja nicht sagen, dass ich mich auf das neue Zelda nicht freue. Ne? Das wäre nämlich... Das wäre gelogen. Von daher freue ich mich auch erstmal darüber, dass ich da ein neues Gameplay zu sehen werde. Bin da jetzt nicht irgendwie, dass ich darauf gehypt bin oder das live unbedingt gucken muss. Sondern da sehe ich mir dann ein Video an, mein Gott, ne, weil... Ist halt keine Pressekonferenz, sucht mich dann irgendwie weniger. Frag mich nicht, warum. Nice, okay. Das Ding ist dann... 2 Pressekonferenzen wurden mittlerweile abgehalten. Und das waren die von EA, die von Bethesda, die Fallout-Jungs, Elder Scrolls-Leute. So, wie war das denn gestern Abend, ne? Da habe ich also bis 22 Uhr gewartet, bis dann EA losging und es war... Boah, ich habe ja damit gerechnet, ne? Ich habe ja damit gerechnet, dass es mich... Ich bin ein Idiot. Ich habe ja damit gerechnet, dass es mich nicht flashen wird, ne? Das war mir einfach klar. Es ist EA, was soll da groß kommen, wo ich jetzt sage, boah, geil. Kann halt eigentlich nicht viel kommen, weil... Die machen nicht unbedingt den Spiele-Content, den ich jetzt feiere, ne? Wie Nintendo oder in einigen Fällen auch Sony. Deswegen so lala. Das Ding ist, was haben sie so gezeigt? Titanfall 2... Dann wurde der Trailer aber im Vorfeld geleakt. War halt... Das sah aus wie Titanfall, ne? Hat aber jetzt auch einen Story-Modus. Story-Modus in Titanfall ist für mich jetzt... Genau wie das Spiel an sich halt... Nicht wirklich relevant. Ich glaube gerne, dass viele Leute das mögen werden und so und sich freuen. Das ist auch schön für euch, aber für mich persönlich jetzt...
leider Gottes nicht so der Hammer. So, dann haben sie gezeigt, FIFA 17. Für mich als überhaupt nicht Fußballbegeisterten ist FIFA halt auch eher so... langweilig. FIFA 17 hat aber jetzt einen Story-Modus. Das sah irgendwie... Das sah ganz nett aus. Würde ich ganz ehrlich sagen. Fand ich ganz okay. Fand ich nett. Es wurde sonst noch gezeigt. Lass mich überlegen, das war alles so... So irrelevant für mich, ne? So komplett, absolut irrelevant. Hatten die noch gezeigt? Hatten die gezeigt, Leute, ne? Seht ihr? Nichts Wichtiges auf jeden Fall. Da kann ich euch sagen. Die haben noch so einen 3D-Jump'n'Run gezeigt. Das war so das Einzige, wo ich sagen würde, Mann, das werde ich spielen. Die Welt scheint zu sagen, es sieht aus wie dieses, dieses Ori jetzt Blind Forest Game. Habe ich nie gespielt. Kann ich also nicht wirklich sagen, ob es wirklich so aussieht, aber naja, die Welt scheint es so zu meinen. Nur, dass es dann in 3D ist. Alles klar. Sah ganz okay aus, war schön. Der Gag an der ganzen Konferenz war, das war echt nur, wo man sich dachte so, what, warum, was wollt ihr von uns, wieso, was tut ihr da, was soll das, was habe ich jetzt davon? Die Konferenz wurde nicht nur in Los Angeles bei der E3 abgehalten, nein, sie wurde zeitgleich auch in London, gab es auch eine Konferenz zeitgleich, gehostet von zwei verschiedenen Typen. Battlefield 1 haben sie natürlich gezeigt. Das sah auch ganz nett aus. Aber da ich nicht so ein Shooter-Fan bin, für mich auch eher nicht so spannend. Aber ja, okay, will ich nichts gegen sagen. Sah wirklich gut aus. Naja, auf jeden Fall in Los Angeles. Und dann ging es halt so los. Er erzählte das so, ja, wir haben halt die Konferenz hier. Und zeitgleich auch in London. Und wir können da jetzt rüberschalten. Dann wurde da immer hin und her geschalten. Der wurde da immer hin und her geschaltet und wisst ihr was? Das hat er einfach, keine Ahnung, das hat er gar nichts gebracht. Nichts, also wirklich gar nichts. Zuerst haben sie nur gezeigt, ja, wir können hin und her schalten. Und man dachte sich so, okay. Ja. Und jetzt muss ich ausrasten oder was? Muss ich das jetzt krass finden? Weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Und dann wurde er mal hin und her geswitcht von Spiel zu Spiel, wurde dann bei der anderen... vorgestellt. Meinetwegen, ey, macht doch, was ihr wollt. Keine Ahnung, was das sollte. Das hat halt nichts gebracht. Nichts. Das hatte null, absolut null Mehrwert. Das war einfach nur, wir können da hinschalten. Guckt mal. Krass, oder? Ja, das juckt mich auf einer Konferenz. Auf jeden Fall, das war geil. Star Wars. Star Wars war ebenfalls ein großes Thema. In der Konferenz. Und zwar war es so, es wurde jetzt kein neues Star Wars direkt gezeigt. Nein. Ja, das wäre ja auch zu einfach. Man hat nur gesagt, wir arbeiten an Star Wars Spielen. Und dann haben sie die verschiedenen Studios gezeigt, wie sie gerade an Star Wars Spielen arbeiten. Spiele, die unter anderem erst 2018 erscheinen. Also mit anderen Worten, guckt mal, wir machen Spiele. Ach so. Gut. Das freut mich. Bin ich von ausgegangen. Finde ich gut. Weitermachen, ne? Weitermachen, EA. Bitte weitermachen. Weiter programmieren, dann kommt da vielleicht auch mal was Gutes bei rum. Ey. Ja, da hatte ich mir auch so, was soll das denn jetzt? Ja, ich glaube, das war es auch im Großen und Ganzen von der EA-Konferenz. Wenn mich nicht alles täuscht, war es das im Groben. Ich glaube, die wichtigsten Details wurden hier genannt. Also mir war klar, dass ich enttäuscht werden würde. Das war mir halt absolut klar. Komplett. Von vornherein. Aber ich war enttäuschter, als ich hätte sein sollen. Ich habe irgendwie doch gedacht, mein Gott, vielleicht zeigen sie irgendwas, was mich juckt, ne? Irgendwas. Ich hatte auch im Vorfeld mir gedacht, wenn ich eine Sache finde, die mich wirklich juckt, dann bin ich sehr, sehr positiv überrascht von der EA-Konferenz. Da war nichts. Da war leider nichts. Man könnte jetzt sagen, dass 3D-Jumpen waren, aber... okay, aber auch wirklich nur okay. Wenn ich dagegen Yooka-Laylee sehe, dann denke ich mir, ja, mein Gott. Es war halt wieder so ein...
So ein 3D-Jump'n'Run, was so unglaublich langsam aussah. Es sah so unglaublich langsam aus und alles auf Art, auf Kunst getrimmt. Ist hier so nach dem Motto, ja, man erlebt da, wie man mit der Natur eins wird, mit dem Wald. Denk ich mir da. Ist okay. Ist okay, Kunst, schön und gut, ich will aber Spaß, okay? Kunst ist schön und gut in Spielen, aber Spaß. Gib mir doch Spaß, ein bisschen Action. Ah, sah nicht wirklich danach aus. Deswegen bin ich da erstmal vorsichtig mit meinem Optimismus. Ansonsten. Bethesda am nächsten Tag. Bin ich auch von nichts ausgegangen, weil Bethesda jetzt auch nicht unbedingt die Spiele macht, ne, die mich jetzt unbedingt krass jucken. Aber da war ich wirklich positiv überrascht, muss ich sagen. Da war einiges, wo ich mir gedachte, ja, das sah nett aus. Ob ich es jetzt unbedingt spielen werde, weiß ich noch nicht. Aber was hatten wir denn da? Fallout Shelter kommt zum Beispiel für den PC. Das ist diese Mobile-App von Fallout. Das sah ganz interessant aus. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Werde ich wahrscheinlich spielen. Kommt sogar schon sehr bald. Werde ich spielen. Dishonored 2 wurde unfassbar lang und breit gezeigt. Hat mich null gejuckt, tatsächlich. Dishonored, mal schauen. Ich fühle mich ein bisschen angestachelt dazu, Dishonored 1 jetzt zu spielen. Ich mache einfach mal einen Sprung und guck mal, wo das hinführt. Alles klar. Das wollen wir auch nicht spielen. Unfassbar lang und breit angekündigt. Skyrim bekommt eine PS4 Xbox One Version. Da hält sich meine Freude, ich sage mal, auch eher in Grenzen. Ist halt nicht so meins. Ist halt einfach nicht meins. Fallout 4 kommt für HTC Vive. Ist ganz nett. Was war da noch? The Elder Scrolls bekommt ein neues Kartenspiel. Da ich schon immer und ewig ein großer Fan von Kartengames bin. Von so Trading-Karten. Sah sehr nach Hearthstone aus. Also wirklich sehr krass nach Hearthstone aus. Bin mal gespannt. Aber gefiel mir halt auch ganz gut. Kann ich mitleben. Ich glaube, ansonsten haben die nicht viel gezeigt, oder? Ich vergesse bestimmt etwas, was andere bestimmt mega geil fanden. Aber ich jetzt nur so, ja, aber okay. Ich war halt überrascht, weil da waren viele Sachen, mit denen ich jetzt nicht unbedingt... Wobei, mit denen sagen konnte man wahrscheinlich auch alles rechnen. Aber ich jetzt persönlich nicht. Weil ich da nicht so involviert bin in die Bethesda-Sache, ne? Bin ich einfach nicht involviert drin, deswegen war es für mich alles neu. Ich weiß nicht, ob es enttäuschend war für andere. Könnt ihr mal schreiben, wenn ihr es gesehen habt. War das enttäuschend für euch? Für mich halt nicht. So, und heute? Heute ist die Konferenz von Microsoft und Sony. Und zu diesen beiden Konferenzen, jetzt kommt der Knaller, wird es auch Reaction-Videos von mir geben. Ich werde da dann morgen vermutlich zu den beiden Konferenzen ein Reaktionsvideo bringen. Und wenn da was Krasses gezeigt wird, ne, dann werde ich weinen. Ich sag's euch, ich bin bei sowas immer sehr schnell am Weinen. Eine Sache, wo ich vielleicht geweint hätte, wurde mir aber schon so ein bisschen genommen. Und das ist Crash Bandicoot Neues. Da bin ich ausgerastet, ne? Da bin ich komplett eskaliert. Aber es gab wohl ein Leak. Oh, das ist das Schlimmste. Das Schlimmste Leak, der hätte passieren können in meiner Welt. Und zwar gab es wohl ein Bild, wo Skylanders einen neuen Reiter bekommen hat auf der Homepage, der sich Crash nannte. Und es ist halt wohl auch so, dass die Lizenz immer noch bei denen liegt. Und mir kommen die Tränen. Ich möchte weinen. Ich will ein neues Crash. Aber ich will es auch nicht. Ich will es auch noch nicht. Ihr könnt doch nicht Crash in Skylanders packen. Bitte nicht. Tut mir das nicht an. Bitte tut mir das nicht an. Das wär so schrecklich. Und ansonsten wird morgen, also heute, bei mir, seht es dann, eventuell eine Xbox One Slim vorgestellt. Das ist wohl auch schon geleakt. Das ist okay. 40% kleiner soll das Ding sein. Mal abwarten. Hätte ich jetzt persönlich gar nichts gegen. Gegen die Slim-Version. Ich habe selber keine One mehr und wenn die dazu noch eine Preissenkung bringen. Mein Bruder hat sich auch schon überlegt, eine One zu kaufen. Vielleicht kann ihn das überzeugen. Dann kann ich mir, falls mal ein One-Spiel kommt, ne? Nehmen wir heute Abend, ob ein geiles One-Spiel kommt. Könnte ich mir die dann ausleihen einfach. Das wäre natürlich...
Optimum, ne? Wäre für mich natürlich optimalst. Da wollte ich gar nicht rein. Wollte mich eigentlich nur cool ducken und so. Aber egal, dann machen wir es halt so. Ist egal. Whatever. Ja, so ist es. Das ist Fakt, Freunde. Das ist Fakt. Das sind die harten Fakten. Wie gesagt, wenn ihr die nicht live gucken könnt, vor allen Dingen die Sony-Konferenz, die kommt um 3 Uhr nachts, ne? Ist das dann morgen früh bei mir vorhanden? Falls ihr da Bock drauf habt, falls ihr Schmacht verspürt, bin für euch da. Möchte dieses Level auch mal enden? Das wäre ganz schön. Ich bin durch mit meinem Thema für heute. Level, du darfst jetzt enden. Alter, ich find's schon nice, wie er die ganze Welt nachgebaut hat. Hat er einfach eiskalt die ganze Welt davon nachgebaut? Das ist cool. Komplette erste Welt von Mario Brothers. Weil sich jetzt irgendjemand dachte, Wolle, merkst du es eigentlich? Merkst du es eigentlich? Scheiße. Kann ich nur sagen, ja. Ich merke es. Aber ich denke mir gerade Bullshit. Bullshit. So viel zum Thema, das Level endet nicht. Aber wir können ja mal gucken, ob wir den Shortcut nehmen können. Dass da vielleicht eine Option gibt. Da hier mal ein bisschen... bisschen speedrunniger durchgehen. Ich komme da aber in der Theorie sogar hoch, würde ich fast sagen. Find's nice, wie sich das hier einfach umdreht, ne? Kann ich nicht lang. Oh. Scheiße, ich werde noch sterben. Ich sag's euch. Das ist jetzt hier die Mega-Challenge. Nicht dabei drauf zu gehen. Da wäre das Ziel. Das ist die Mega-Challenge. Hier jetzt nicht mehr runterzufallen. Oh Gott, der Gumba, ne? Das ist immer so, wenn man dann klein ist, das Level ist lang, ist das First Try, no Skip. Kriegst du... Oh, hast du das gerade gesehen, wie knapp das schon wieder war? Kriegst du Panik. Kriegst du einfach Panik. Jetzt kommt noch das Schloss. Und das Schloss müsste halt auch ein Item geben. Fairerweise, nämlich hier. Genau. Scheiße. Ich kenne doch mein Mario Bros. 1. Ich werde doch wohl die erste Welt von Mario Bros. 1 schaffen können, mein Gott. Ohne zu sterben. Muss doch wohl drin sein, Besado. Das muss drin sein. Sogar für einen Noob wie sie. Yay! Tschüss, Mann. Bam! Alles klar. Ja, das ist das Ziel. Ich gönn mir sogar die Spitze der Fahne. Nice! Liebe Freunde, das war's für heute vom Super Mario Maker. Das war's so erstmal mit meinem Talk über die ersten Konferenzen. Wir sind gespannt, was da noch kommt. Bis dann und ciao.